Ja, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFAPlays.de. Und heute, meine Freunde, ihr seht meinen doppelten Hype zu sonst. Heute ziehen wir zum Best of Tots Rewards. Wir haben von Stefan Gold 3 Rewards, wir haben von Alex Gold 2 Rewards, wir haben von mir auf beiden Konsolen Gold 1 Rewards und vor allem, wir haben Top 200 Rewards von Leon. Das werden wir jetzt alles ziehen, nacheinander, von unten nach oben. Gold 3 von Stefan als erstes, dann ziehen wir Alex Rewards Gold 2, dann ziehen wir Gold 1 auf der PlayStation von mir, dann ziehen wir Leons Top 200 Rewards und dann ziehen wir meine Xbox Gold 1 Rewards am Ende noch. Ja, meine Freunde, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Richtig, richtig geil, dass wir so viele Rewards am Start haben. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Wir öffnen Stefans Gold 3 Rewards. Wir gehen rein, meine Freunde. Let's fucking go. So, Freunde, Gold 3. EA Sports, ihr könnt beweisen, dass Gold 3 immer OP ist. Erster Pick. Okay, noch nicht mal ein Best of Tots. Aber dieser Rossi hat eigentlich ganz gute Sets. Den nehmen wir mal mit. Obwohl, kann man diesen Rui Diaz oder wie der heißt. Nee. Ja, schade. Zwei MLS-Tots. Zwar somit die besten, trotzdem nicht das, was man sich so wünscht. So, er hat sogar noch beide Tots-SPCs abgeschlossen, der alte Ehrenmann. Die werden wir dann auch noch öffnen. Oh, wir haben direkt einen Walkout im Megapack. Nicht übel. Und wir haben Sancho, ja. Auch nice. Stefans Verein nämlich auch sehr, sehr, sehr leer. Da ist jeder 83 oder höher gerateter Spieler eigentlich schon echt nice. So, Freunde, jetzt kommen die dickeren Sets. 50k Pack. Schade. Wir haben eine Tafel, hoffentlich ein 85er. Goretzka? Ja. Okay, ein 84er. Und noch ein 83er drin, ist in Ordnung. So, 88 plus Tots. Da kann halt, glaube ich, jeder Tots drin sein. Bitte eine gute Nation. Ah, ist der von Burnmouth. Ah. Grönewald. Scheiße. Der Grönewald. Shit, Digga. Naja, SPC-Futter. So, meine Freunde, jetzt kommt das wichtigste Set. Das wichtigste Set, Mann! Bitte eine gute Nation. Bailey. Ah, Mann, Alter. 90 plus, du kriegst einen 90er. Ah, ich weiß nicht. Keine Ahnung. So richtig krass ist es eigentlich nicht. Ich meine, die Karte ist jetzt nicht so schlecht, aber... Oh, man. Ah, Freunde, wir gehen in Alex Rewards rein. Bis gleich. Ja, Jungs, Gold 2. Unsere zweiten Rewards heute. Leider 19 Siege gab der arme Alex. Wir öffnen diesmal den rechten Pick zuerst. Wow, let's go, man. Let's go. Der Oblak nur 100k wert ist, nehmen wir Matteo Hernandez mit. Alex hat mir nicht gesagt, wen der haben will. Zweiter Pick. Oh, let's go, Alter. Let's go. Wow, Alex, kranke Picks. Die kann man sogar linken. Let's go. Bamba, richtig, richtig geil. Würde ich mich bei mir auch übertrieben drüber freuen. Theo fand ich jetzt kacke, habe ich als Innenverteidiger aber gespielt. Als LV weiß ich nicht, wie er ist. Also Player Picks anders gut. Richtig, richtig krass. So. Und er hat auch das 90 plus Tots Set noch gemacht. Was ein Ehrenmann.
Okay, seltenes Goldpack, können wir skippen. Ja, Mourinho weg. So. Komm, wir nehmen wieder das rechte Set. Das hat gerade Glück gebracht mit dem Pick. Schade. Aber immer eine Tafel. Rating ist immer gut. Wir haben Zapata 83. Können wir skippen. Okay, wir haben zwei 83er sogar drin. So, 90 plus. Top-Ligen-Tot-Spieler. Meine Freunde, wir gehen rein. Bitte eine gute Nation. Och, du heilige Mutter Maria. Oh mein Gott. Wir haben One Quadrado. Ach du Scheiße. Eieieiei. Ich meine, das geht schlechter, aber das geht natürlich besser. Oh mein Gott. Freunde, wir gehen auf meine PlayStation Rewards. Gold 1 auf der PlayStation, meine Freunde. Das ist die erste Weekend League auf der PlayStation, die ich dieses FIFA komplett durchgezogen habe. Wir nehmen wieder den rechten Pick. Erster Pick. Holy shit. Holy shit. Aber Freunde, klar ist Kimmich ist mehr wert. Aber ich muss Cancelo nehmen, weil Cancelo passt perfekt hier ins Team rein. Ich muss einfach Cancelo nehmen. Zweiter Pick. Ah, De Frey. Aber egal, De Frey können wir in der SBC ballern. Cancelo passt perfekt ins Team rein, weil ich da noch Goldkarte Semedo spiele. So, meine Freunde. Und wir haben noch 200 K-Packs. Ich hoffe, dass wir endlich mal wieder ein Walkout haben. Meine Güte, kann doch nicht so schwer sein. Ja. Okay, ist ein normaler Walkout. Okay, ist Bernardo Silva. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir haben Bernardo Silva und De Frey schon mal zwei Leute mit gutem Rating. Die kann man dann in irgendeiner SPC kloppen. Vielleicht ist sogar noch was dahinter. Okay, leider nur ein paar 83er. Die Spieler nehmen wir alle mit. Zweites 100k-Pack. Ist wieder ein Walkout. Let's go. Ah, ist so ein Argentinier, ne? Ja, ich meine, gut. Ich weiß nicht, was die wert sind. Ich habe die Karten jetzt auch nicht so vor Augen. Pace hat der Mann. Gucken wir mal, ob der was wert ist. Ansonsten, Laporte noch dahinter. 40k, den kann man sogar fast behalten. Ganz ehrlich. Ich bin zufrieden, Freunde. Muss ich euch sagen. Ich bin wirklich zufrieden. Ich zeige euch kurz das Team. Wie ich es habe. So, und das Schöne ist nämlich jetzt, dadurch, dass ich Cancelo genommen habe, können wir halt den guten Walker jetzt in der Innenverteidigung zocken. Und können uns hier Cancelo hinsetzen. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde, das Ganze sieht doch extrem gut aus, oder? Freunde, wir gehen rüber auf die Xbox. Wünsch mir da auch Glück. Ja, meine Freunde. Es gibt Menschen, die holen in Division 1, Rang 1. Den guten Mann haben wir hier. Wir kriegen ein Megapack und ein ultimatives Set. Damit starten wir hier. Und wir öffnen erst das Megapack. Ich hoffe, dass wir vielleicht sogar da auch mal was kriegen. Bei mir sind die immer grauenhaft schlecht. Ja, gut. Leon schließt sich leider an. Also er hat mir nichts zu den Verträgen gesagt, aber ich nehme an, die braucht er nicht. Kosten sowieso nichts. So, meine Freunde, ultimatives Set. Mein Gott. Dam, 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 dam. Ein 84er. Ja. Gar nicht mal so gut, würde ich an dieser Stelle mal so erwähnen. Platz 109 der Welt, meine Freunde. Leons Rewards. Die Player Picks. Erster Pick.
Cancelo mit. Zweiter Pick. Ja, Freunde, Oblak. Dritter Pick. Komm schon. Junge, in jedem Cancelo. Jetzt müssen wir den frei nehmen, damit wegen Rating. Komm schon, bitte. Ja, let's go, man. Den wollte er eh haben. Den wollte er sowieso mal ausprobieren. Let's go, man. Kimmich ist schon mal gut. Es war kein Ronaldo, kein Mbappé. Aber zumindest jemanden, den er ausprobieren wollte. Wir gehen in die 100 K-Packs, Freunde. Drei Stück an der Zahl und dann kommt das Elver-Set. Absolute Ehre für mich, dass ich sowas hier mal öffnen kann, Alter. Da geht wirklich ein absoluter Kuss raus. Ich werde die ganzen Jungs auch nochmal unten verlinken, die mir ihre Rewards hier gegeben haben. Und die 100 K-Packs zeigen mal wieder, wie überragend gut sie sind. Nämlich 0,0. Also ich bin euch ehrlich, da kann man sogar fast 50 K-Packs ziehen. Die sind wahrscheinlich genauso. Aha. Aha. Naja, ist ein Henderson, aber egal. Wenigstens ein bisschen SBC-Futter für den Mann. Ist immerhin schon mal etwas. Sonst kein Walkout mehr drin, leider. So, meine Freunde, und jetzt kommen wir zum Elver-Set. Wir werden das Ganze als Roulette machen. Wir werden es ziehen, wir werden alles mit dem Verein nehmen. Und dann werden wir quasi wie beim Icon-Roulette von unten nach oben gucken, welche Elf-Spieler wir gezogen haben. Ich wünsche mir Glück, Freunde. Das Track geht auf in 3, in 2, in 1. EA Sports. Bitte! Gib dem Mann was Gutes. Wenn da nichts Gutes drin ist, Freunde, dann weiß ich es auch nicht. Dann weiß ich es auch nicht. Okay, Freunde. Wir sind wieder drin. Wir haben das Pack gezogen. Wir haben alles im Verein. Und das bedeutet, meine Freunde, wir machen jetzt ein Roulette. Mit den Spielernamen. Ich werde das Ganze jetzt auf meinem Handy öffnen, damit ich nochmal sehe, wer alles drin ist. Wir fangen natürlich mit der günstigsten Karte an. War Stefan de Vrij in dem Elver-Set? Ja. Leider ja. Okay. War Cancelo in dem Elver-Set? Ja, auch Cancelo drin. Wir haben leider schon mal zwei Plätze weg. War Bamba in dem Set drin? Auch drin. Scheiße, wir haben schon mal dreimal die niedrigst geratetsten hier drin. De Vrij haben wir schon. Theo Hernandez. Haben wir Theo Hernandez im Set drin gehabt? Haben wir auch drin. Scheiße, Freunde. Wir haben einfach schon vier Stück haben wir schon weg. So, jetzt kommen wir zu einem, der was wert ist. Haben wir Bruno Fernandes im Pack? Bitte. Kein Bruno Fernandes im Pack. Okay. Haben wir Kevin De Bruyne im Set? Auch nicht. Wir haben kein De Bruyne und kein Bruno Fernandes im Set, meine Freunde. Das ist schon mal gut. Haben wir Salah im Pack? Okay, wir haben Salah im Pack. Okay, ist schon mal der erste richtig, richtig starke. Ich weiß nicht genau, wie viel der Mann wert ist. 600k, okay. 600.000 Münzen haben wir. So, haben wir Harry Kane im Pack? Okay, Kane haben wir drin, ist die Nummer 6. Wir haben Kimmich und Oblak. So, haben wir Oblak im Pack drin? Natürlich haben wir Oblak im Pack drin. Scheiße, Digga. Kimmich Nummer 8.
So, De Bruyne war nicht drin. So, 8 Stück, meine Freunde. Und jetzt wird's entscheidend. Wen haben wir noch drin? Haben wir Lukaku drin? Wenn wir Lukaku nicht drin haben, dann wird's anders krass. Okay, wir haben Lukaku drin. Wir haben Lukaku drin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf Lewandowski. Wir haben auch Lewandowski drin. Okay, das heißt, wir haben Cancelo. Wir haben Theo Hernandez. Wir haben Bamba. Wir haben De Vrij. Wir haben Kimmich. Wir haben Kane. Wir haben Salah. Wir haben Oblak. Wir haben Lukaku. Und wir haben Lewandowski. So, das heißt, wir haben noch einen Stat übrig für Messi, für Ronaldo oder für Mbappé. Okay, Freunde, wir starten mit Messi, weil er ist am wenigsten wert. Haben wir Messi drin gehabt? Oh mein Gott. Wir haben keinen Messi drin gehabt. Wir haben keinen Messi drin, Freunde. Haben wir Kylian Mbappé drin? Ja! Let's go! Wir haben Mbappé drin, Mann! Oh mein Gott, Mann! 5 Millionen Münzen! Let's go, Mann! Anders krass! Let's go, Mann! Let's go! Holy shit! Wir haben fucking Mbappé drin! Zurücksetzen. Qualität, Spezial. Hier sind sie nochmal. Lewandowski, Mbappé, Salah, Oblak, Lukaku, Kane, Kimmich, De Vrij, Theo Hernandez, Bamba und Cancelo. Wir gucken uns jetzt nochmal an, wie viel Münzen das Pack insgesamt gebracht hat. Wir haben 170.000 Cancelo. Wir haben 360.000 Bamba. Sind wir bei 510. Wir haben 500.000 Theo Hernandez. Sind wir bei 1 Million, sagen wir mal. De Vrij haben wir leider nur 60.000. Kimmich müsste 500.000 wert sein. Ja, sagen wir mal 450, sind wir bei 1,5 mit De Vrij. Kane müsste 200.000 sein. Genau. Sind wir bei 1,7. Lukaku kostet 600.000, sind wir bei 2,3 Millionen. Oblak 100.000, 2,4 Millionen. Salah 600.000, sind wir bei 3 Millionen Münzen. Lewandowski 1,2, sind wir bei 4,2 Millionen Münzen. Und wir gehen zu Mbappé, 5 Millionen. Heißt, Freunde, wir haben 9,2 Millionen Münzen, Leon, aus diesem Pack rausgeholt. Ja, wir haben leider kein Messi, kein Ronaldo. Statt Lever halt ein Messi oder halt ein Ronaldo wäre halt der absolute Big Win gewesen. Aber ich glaube, man kann so auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden sein. Also da kann man auf jeden Fall in meinen Augen gar nichts gegen sagen. So, meine Lieben. Und jetzt zum Abschluss meine Main-Konsole. Die Xbox. Auch wieder 20 Siege. Wir starten mit dem rechten Pick. Wir haben Oblak und Kane. Schwierig. Schwierig, aber ich bin eigentlich zufrieden mit Courtois, deshalb nehmen wir Kane mit. Zweiter Pick. Und wir kriegen wieder Kane. Man kennt dieses Spiel, aber stimmt trotzdem. Kane mit. So, Freunde, wir gehen in die 100k-Packs rein. Ich habe jetzt das 90 plus TOTS Upgrade Set noch gemacht. Habe ich einen Kane reingebuttert. Wir haben wie immer auf der Xbox im 100k-Pack keinen Walkout. Wir haben einen Godin 85. Ach, Freunde, es ist einfach ein Trauerspiel. Die 100k-Packs, weiß ich nicht, was ich denen dieses FIFA getan habe, dass die immer so Müll sind. Wow!
Modric. Ja, okay. Wenigstens Modric. Haben wir mal wieder einen mit bisschen Rating, den wir in irgendeine SBC reinkloppen können. Ja, noch ein 85er, zwei 84er. So. Und der Abschluss dieses Videos, meine Freunde. Wir gehen rein. Bitte was Gutes. Ja? Nein. Ich meine, der ist auch nicht so schlecht, ne, vom Ding her, aber Brasilien war schon die richtige Richtung. Schade, wir ziehen Marquinhos. Ja, Freunde, das waren meine Rewards, beziehungsweise die Rewards von den Jungs. Kuss und Herz geht nochmal raus an Stefan, Alex und Leon für eure Rewards. Vor allem an Leon, dass ich mal die Ehre habe, auf meinem Kanal hier Top 200 Rewards zu ziehen. Ist für mich auf jeden Fall was Besonderes. Ja, war auf jeden Fall viel, viel, viel kranker Shit dabei. Ich muss sogar sagen, ich bin sogar mit meinen Rewards relativ zufrieden. Also Player Picks waren zwar grottenschlecht auf der Xbox mit zweimal Kane, aber dafür ja, waren die 100k Packs mal besser als sonst, zumindest eins. Und ja, auf PlayStation Cancelo war überragend, hat perfekt reingepasst. Also richtig, richtig geil, meine Freunde. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich jetzt wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wäre eine absolute Ehre. Ja, und ich hoffe, ihr hattet vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Luck als ich. Da gehen auf jeden Fall Props raus an die Jungs. Und meine Freunde, viel Glück bei den Packs. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache, wieder. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Haut rein, meine Freunde. Ich bin raus und ciao.